Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Ja, in der letzten Folge haben wir ja unseren Satelliten auch umgeschossen, der zur Oberflächenscan von einem höherer Bildqualität plus Ressourcenscanning da ist. Und heute würde ich mit euch den ersten Roboter-Drill bauen, wenn wir die Teile dafür alle haben. Haben wir denn Bohrer? Die Frage ist jetzt immer wieder, wo waren die Bohrer? Ist der Keyframe Drill? Haben wir die normalen Drills auch? Schaut schlecht auf. Erdebohrer, Metallerzbohrer. Haben wir die noch nicht? Haben wir noch keine Bohrer erforscht? Das wäre jetzt nicht so geil. Zurück, nicht speichern. Keyframe Drill, klar, können wir auch verwenden, aber der bringt sie nicht so. Also, vielleicht bringt er sich. Wir können es probieren. Aber wo sind die Original-Drills? So, wo fange ich an mit der Suche? Hier? Nee. Hier? Nee. Verbundstoffe? Nee, sicher nicht. Robotik. Das ist eine Zero Bypass. Und was fallen denn die Teile dann? Die gute Frage ist halt, wo zur Hölle steckt es drin? In welchem von diesen 3 Milliarden? Mechatronik, das ist ein Dish Reflector. Reflector, noch irgendein komisches Teil. Bodeneinheiten, Medium Survival System. Ich suche einen Bohrer. So ist es, als in den Boden reingeht und dann Luft rauszieht halt, ne? Gravitationsring, nee, das ist auch nicht. Hä? Da! Da sind es zwei sogar. Bergbauvorrichtung und dann den Pump-O-Matrix Junior. Weiß gar nicht, warum es jetzt zweifach gibt. Aber genau die brauchen wir. Und, die ist auf der teuren Schiene, ne? 550. Das könnte teuer werden. Advanced Ressourcen Map Basset mit Infrarotsensor. Was können wir denn? Hier haben wir aber den atmosphärischen Messer. Zoologie Bay wäre da auch. Das Problem ist ja, wie man es ganz simpel sagen kann, mit dem Zeug, was wir haben, kommen wir, glaube ich, nicht so weit. Also ich glaube, wir haben ja unseren Tuna-Satelliten auch noch, ne? Unser Satellit auf Tuna... Ach, das ist der Asteroid, der jetzt in der Umlaufbahn steckt. Mich würde interessieren, Tuna Project Orion, und das ist Orbitana. Nämlich würde Tuna Project Orion interessieren. Hat aber eine Connection eigentlich. Was haben wir denn da alles verbaut? Ich weiß, sollen wir noch ein Projekt nach Tuna schicken? Ein Fotosensor ist drauf verbaut. Das haben wir verwendet. Das haben wir auch verwendet. Wir sind auf... Also am besten wäre für den 70 Kilometer. Aber wir haben... Wir hatten noch ein theoretisch gehendes sogar. Ah. Es hat aber kein SAS verbaut, bedeutet, es kann sich auch nicht drehen. Hups. Wie schauen denn unsere Aufzeichnungen aktuell von Tuna aus? Himmelskörper Tuna. Man sieht, wo wir nicht waren, aber wir haben den Rest von Tuna eigentlich schon aufgedeckt. Multi... Also wir haben relativ gute Bilder. Ja, gut ist anders, aber wir haben Bilder auf jeden Fall mal. Das ist schon etwas.
eine Duna-Reise, wie lange dauert so eine Duna-Reise? Wie lange bist du jetzt schon unterwegs? Ein Jahr. Das Problem mit der Duna-Mission wäre, wir müssen, also was ich machen würde, wäre einen Roboter vorschicken mit genügend Nahrung, Wasser und allen möglichen anderen Sachen. Und vor allem einem Tankmodul, das wir dann in einen Stationary nicht hohen Orbit reinsetzen, um mit Duna dann dementsprechend zu verfahren. Schauen wir uns mal die Daten von Duna an. Den setzen wir dann halt in den Orbit und da docken wir an, entweder vor oder nach der Ladung, tun alles auffüllen. Und dann schauen wir hier, Ocean, Atmosphäre. Keine Ressourcendaten, müssen noch erforscht werden, bla bla bla. Masse, ungefähr Radius 230 Kilometer. Atmosphärenhöhe ist 50.000 Kilometer. Also 5.000 Kilometer. Bedeutet, wenn wir zurück zu Kerbin jetzt gehen, wo sind wir da? Minimas, ups. Ich wollte zu Kerbin, dann müssen wir zur Obitana. Obitana, wenn ich mir Obitana hier anhöre, dann müsste hier eigentlich 70.000 stehen. Genau. Bedeutet, auf 50.000 können wir runter insgesamt. Die Atmosphäre ist nicht dick. Würde ich sagen, machen wir... ich bin schon wieder aus dem Spiel raus. Machen wir das, wir bauen unser erstes Modul, was wir zum Duna schicken. Das wird heftig. Ich weiß nicht, ob wir das sogar noch in der Atmosphäre nachfüllen müssen. Und dann schauen wir, dass wir dort auf den Weg kommen. So. Weil wir brauchen die Punkte. Und die Punkte kriegen wir nur, wenn wir Steine wahrscheinlich von Duna sammeln. Das wird interessant, Leute. Das wird sehr, sehr interessant. Okay. Dann brauchen wir jetzt einen Roboter, einen Proboid. Der so ein Teil hier. Die Frage ist, können die Teile alle das, was wir brauchen? Haben wir einen Satelliten? Schauen wir auf unseren neuesten, den Obi. Ja, ich bin jetzt gerade verwirrt, ich weiß. Schauen wir auf den neuesten Satelliten, den wir haben. Das wäre ja der Fotosatellit. Ich glaube, der kann sich nämlich bewegen. Wir brauchen einen, der die Rotation übernehmen kann. Wir müssen zu Rex Camper mal gehen. Schauen wir uns Rex Camper nochmal an. Wie ist Rex Camper denn aufgebaut? Eieiei. Weil irgendwie müssen wir Punkte kriegen. So, okay. Rex Camper kann sich bewegen. Was für ein Modell hast du verbaut? Du hast ein Probdoid RND verbaut. Plus ein SAS-Modul vorne drin und bist dadurch sehr agil. Perfekt. Natürlich mehrere Solarmodule und alles. Solche Sachen müssen wir dann auch verbauen. Aber gut zu wissen, der R&D ist das, was wir brauchen, um voranzukommen. Dann verbauen wir einen großen Tank, Essen, Trinken. Wir brauchen mindestens das ein Körbel, wenn nicht sogar... Wir brauchen mindestens drei Körbels. Wir brauchen genug Lebensfläche, scheiße. Oh, das wird schon wieder nervig. aber wir können ja wenigstens vorbereiten. Das hält wahrscheinlich mehrere 19 Jahre doch so circa, wenn wir noch bis dahin wenigstens eine Rakete hinschicken. Und sobald wir angedockt sind, ich glaube, das Essen wird ja nicht, verdippt ja nicht. Wir brauchen den R&D. Auf den R&D kommt gleich mal ein Docking-Modul. Das ist das kleine, oder? Ich hätte aber gerne den großen. Dann wird das das untere treffen. Ich höre im Hintergrund meine ganze Zeit den Vögel. Da machen wir Short-Off on. Ich hätte da gerne andere Sachen zum Verbauen. Sowas hier. Dann ist es jetzt einfach hier sozusagen eine Zwischenstation. Und darauf kommt jetzt diese Docking Bay. Ah, fuck. Wir brauchen mindestens noch einen Zwischenteil.
Können wir eigentlich, haben wir Monotreibstoff schon? Haben wir, dann bauen wir hier einen Monotreibstoff auf. So. Muss gleich nie. Und dann ist das jetzt sozusagen, da soll dann später die andere Rakete andocken können. Dann werden wir aber auch unter Strom jetzt bestimmt das Licht, oder? Wo drunter finde ich Licht? Ich brauche Licht. Let it go, let it go. Rein theoretisch können wir natürlich den Länder auch schon mitschicken, ne? Keyframe-Bohrer, nee. Metal Scrap, More Container Rocket Parts. So können wir natürlich auch fürs erste eine Baustation versorgen. Die Rocket Parts so hoch schickt. Das ist natürlich auch ein riesiger Aufwand dann am Ende. Können wir da schon Nahrung verbauen? Haben wir denn solche Nahrungstanks? Als ob wir keine Nahrungstanks haben, oder? Wollte ich gerade sagen, hier. Sauerstoff, Stickstoff. Das ist natürlich eine schöne Größe. Hat ordentlich, wenn wir sagen, nur das ist nur ein Food-Teil. Dann hier Water. Wie lange hält denn da bitte schön einer durch? nee, aber wir müssen. Ah, was wir machen könnten, wäre rein theoretisch, haben wir hier nicht noch eine Vergrößerung? Das ist die Vergrößerung, das ist die Vergrößerung. So. Weil das Wichtigste ist ja, wie gesagt, die Ernährung. Bedeutet, wir kümmern uns erstmal darum. Dann müssten wir gleich die Teile hier nehmen. Mit einem so ein Teil Wasser und einem tun so ein Teil Futter. Dann machen wir nur noch einen Oxygen. Schön, dass es hier steht. Das finde ich cool. Dann brauchen wir noch, was ist das hier? Sewage. Davon bauen wir gleich mal zwei hin. Und das Sewage fällt Abfall, Wasser und Abfall. Das sollte reichen. Dann müsste es eigentlich noch ein Waste. Nee, okay, gibt's nicht. So, das ist jetzt sozusagen nur der Vorrat für da oben zum Lagern. Nur die reinste Lagerung. Und jetzt will ich natürlich noch, hier haben wir bestimmt Luftfilter, eine Lebenserhaltung, Recycler. Das ist schon mal etwas. Was ist das hier? Ein SLS. Keine Ahnung, was das wieder ist. Planetärer Tiefkühler. Ein Recycler. Sauerstoff. Wo waren denn die Teile jetzt wieder? Hier. Lebenserhaltung. Der Sanitäre Reaktor nutzt CO2 und Wasserstoff, um Wasser zu erzeugen. Die Garantie verfällt, wenn CO statt CO2 verwendet wird. Und was bist du? Ein multifunktionaler Luftfilter. Er kann mehrere Ressourcen wie Sauerstoff oder Stickstoff aus der Atmosphäre sammeln. Okay. Dann würde ich sagen, verbauen wir die Teile auch noch. Dafür brauchen wir aber dieses komische Attachment System. Dieses Lagerzeugs. Da war noch diese Halter, mit denen man das bauen konnte. War das die Unterladung? Oder fehlt mir da noch der? Nee, kann doch gar nicht sein, dass wir die. Ich finde hier nichts. Einmal würde ich gern was finden. Oder habe ich das echt noch nicht erforscht? Du bist aber ein kleiner Scribber hier. Nee, ich brauche halt Ding. Irgendwie muss das Teil hier verbaut werden, sozusagen. Klar, ich könnte jetzt so machen. Also auch beschissen. Aber wenn ich die Teile habe, dann werde ich doch sicher auch das Gegenstück haben, oder? Na gut. Lass uns jetzt mal hier nicht schnell beirren. So. Also das ist die Lebenserhaltung, die dann zum Tanken ist. Und jetzt brauchen wir natürlich noch Treibstoff. Bedeutet, wir brauchen erstmal. Oh, jetzt haben wir 3000 Größen wahrscheinlich wieder.
einmal im Monotreibstoffbereich, der vor allem auch zum Ausrichten von dem Teil selber ist. Energie. Haben wir hoffentlich schon einen großen Ring. Nun Medium. Medium only. Ah. Komm schon. Da haben wir auch schon die Teile. Irgendwo müssen wir das doch haben. Da. Ha. Wusste ich's doch. Gut. Dann machen wir jetzt das noch dran. Warte, jetzt würde ich das aber... Verdammt. Na, passt schon. Ich bin schon wieder pingelig. Ich hätte gerne auf der einen Seite dich. Auf der anderen Seite dich. Was bist du? Stickstoff. Sauerstoff. Kohlendioxid. Klein. Carried on. Anzahl. Was soll ich denn mit Stickstoff? Ein Container für den... Druckausgleich Stickstoff. Oh, der ist wichtig. Gut zu wissen. Stickstoff und dann machen wir noch... Kohlenstoff nehmen wir auch noch mit. Dann haben wir genug auf jeden Fall. Man kann nichts... Also CO2-Ausgleich auf jeden Fall ist das. Sonst haben wir aber alles, oder? Wasserstoff können. Wasserstofflager wäre es noch eigentlich. Zum Verarbeiten von schlechten Zeug. Aber jetzt haben wir hier nichts mehr. Aber Luftfilter, warte mal. Ein multinationaler Luftfilter, er kann mehr Ressourcen wie Sauerstoff oder Stickstoff aus der Atmosphäre sammeln. Wir sind in keiner Atmosphäre, also kommt der raus. Und der Wasserstoff kommt rein. Weil wenn ich mich jetzt in ihr stand hier, aus CO2 und Wasserstoff. Passt, dann haben wir das schon mal verbaut. Dann brauchen wir... Alter, das wird ein Riesenteil. Zu klein. So. Und da kommen jetzt die Batterien dran. Es soll nicht auch mal bei längerer Dunkelheit überleben können. Deswegen kriegt es jetzt so einigermaßen viele Batterien. Ey, ich sehe es jetzt schon. Wir kriegen das nicht in den Orbit. Beziehungsweise ich krieg's nicht in den Orbit. So. Das ist ja nur das, was wir zum Überlegen der Köbels brauchen. Holy shitballs. Ich hätte mir eine Robotik erforschen müssen. Dann können wir mal schauen, haben wir hier dementsprechend... Das ist auf jeden Fall nicht das Grüne vom Ei. Batterien erreicht man auch nicht so. Schade. Okay. Wenn wir jetzt mal hier oben, sagen wir mal, so eine Dreierkörbel. Wenn wir sagen, wir schießen mit drei Körbeln nach oben. Dann tun wir das mal andocken. Dann müssten wir hier sehen. Elektrischer Strom reicht für 13 Tage, sagt er. Nahrungsmittel, sagt er hier, unendlich. Stress ein Jahr und 27 Tage. Weil der Lebensraum eng ist. Aber da können wir sicher noch was dran ändern. Wasser, auch so viel, das sagt überall, dass es unendlich ist. Oder haben wir keine drin? Ah. Wenn ich jetzt schaue, 9 Jahre, 6 Jahre, unendlich, Stickstoff, Wasserstoff, schaut gut aus. Also rein theoretisch könnte auch das Teil das Ding komplett hinschicken. Ich hätte es gerne schon so als Stationary Orbit. Es bleibt da, es ist fast wie eine Raumstation um Duna rum, aber halt zum Resupplyen von Sachen. Und weißt du, ich werde auch ein paar Docking Pots Link Rank noch dran machen hier so, dass sozusagen vielleicht auch wir später sagen können, okay, wir schicken Bohrer hoch, der schießt auf den Boden, tut Ressourcen sammeln und dann kommt ein anderer Teil, das ist ein Ressourcenverwalter. Wäre rein theoretisch gar nicht doof, glaube ich. Sollen wir eine Landebüchse reinbauen? Einfach so als Zwischenlegepunkt? Nee. Bescheuert. Es soll rein robotisch sein. Und dann brauchen wir jetzt noch Treibstoff. Energetische Antriebe. Gerade mal 1500. Alter, wollte ich verarschen. Ist das auf der Atmosphäre? Ja, Vakuum. 2300 auch nur. Viel ist es ja nicht.
dann kriegt das Teil natürlich noch hier überall Düsen hin zum Anpassen vom Orbit. Haben wir da größere? Ja, besser. Für so ein großes Teil brauchst du natürlich auch dementsprechend große Düsen. Die setzen wir jetzt wirklich überall hin. Ah, SS hätte ich jetzt beinahe vergessen. Weil wir nur das Kleine und das Große haben und ich das Große gerne verwenden würde. Nein. Setzen wir das hier zwischen ein. So. Perfekto. Das wäre auf jeden Fall ja, schon mal etwas. Solarpanel brauchen wir noch. Wichtig. Aber jeweils nur zwei. Also halt so zwei. Und dann gehen wir noch aufs Docking. Denn es gibt mehrere Dockpunkte. Docking, Docking, Docking. Da, hier Kopplung. Dann hätte ich gerne hier einmal zwei Klemperdrones hier unten. Kleine. Und zwei große hier oben. Die soll einfach dazu sein, falls wir wirklich sagen, wir machen was stationary, dann haben wir schon mal eine komplette Versorgungsabteilung mit allem drin, was man so zum Überleben braucht, vor Ort. Und nachfüllen können wir es dann jederzeit. Also es, ist ja, es bleibt ja da, es geht ja nicht weg. Ah, was wir auch brauchen, wäre natürlich Übertragungsmöglichkeiten von Daten. Vielleicht wäre es gar nicht doof, dass wir sagen, anstatt zwei von den Teilen hier, gibt es hier drüben nur einen. Und dafür kommt auf die andere Seite hier so ein Radar-Dish. Antenne ausfahren. Natürlich hohe Qualität. Antenne wieder einfahren. Die Solarpaneele 15 Jahre halten sie. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Für eine erste Station ist es vollkommen okay. Hier auch natürlich hohe Qualität. Die Sachen müssen alle lange halten. Kann ich hier auch wieder hohe Qualität einstellen? Du kriegst einen silbernen Anstrich. Verbesserte Werte anzeigen. Nee, schaut eigentlich gut aus. Das Teil wäre so die Station, die ich auf über Donau, also über 60 Kilometer über den Boden schießen lassen würde, zum Arbeiten. Das wäre so, wie nennen wir es denn? Project Duna Endora. Speichern wir mal ab. Und damit würde ich sagen, ist diese Folge auch vorbei. Es ist jetzt auch 23 Minuten lang. Habe ich mir ein bisschen verblabbert. Wir haben viel am Anfang planen müssen. In der nächsten Folge bauen wir einen Mantel drum, schießen das mal in den Orbit von der Erde und schauen, wie sich es benutzt. Und dann schicken wir es wieder zurück zur Erde. Weil das ist einfach mal ein Test. Wir müssen schauen, ob das denn überhaupt läuft. Also, würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.